Der KSV 1919 Fußballer Levan Eloschwili hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Mit seiner Familie als Kind aus Georgien geflüchtet, brachte es Levan vom Flüchtling zum Fußballprofi. Eine beachtliche Geschichte, die sein Leben bisher geschrieben hat, und er erzählt im Gespräch mit Peter Harrer über sein Leben und Zukunftspläne. Levan Eloschwili ist ja nicht nur bekannt als guter Goalgetter bei der KSV 1919, der Levan hat auch eine bewegte Vergangenheit. Erzähl ein bisschen. Ja, also das stimmt. Ich bin 2013/14 nach Österreich geflüchtet mit meinen Eltern aus Georgien. Und habe ich eineinhalb Jahre, zwei Jahre circa in Wien gewohnt. Und nachdem bin ich Bruck gelandet, in Asylheim halt, sagen wir mal so, ja, Asylantenheim. Und mein Ziel war natürlich immer, dass ich mit Fußball weitermache und mit Fußball kick. Und da war zwei Vereine hat's gegeben, also das war SC Bruck an der Mur und eben der KSV. Und durch drüben haben sie gesagt, ja, es gibt eine Akademie in Kapfenberg und ich soll probieren. Und ich habe mir gedacht, okay, mein leichter Weg wäre nach Bruck, weil es ist auch in der Nähe und so. Aber doch mein Papa hat gesagt, ich soll nach Kapfenberg kommen. Und mein Probetraining habe ich absolviert. Damals war der Trainer der Ljubo Susic, der René Pita und Gibo. Und haben es mir super angenommen und seitdem halt bin ich in Kapfenberg. Ja. Ja, Levan, du hast den Sprung zum Profifußballer geschafft, da müssen wir gratulieren. Das ist ja nicht leicht, aber man braucht da, glaube ich, Leute, die was einem hilfreich zur Seite stehen. Wer hat dich da geholfen? Ja, also ehrlich gesagt, ich habe noch nicht vieles erreicht. Natürlich, ich habe noch viel vor, damit ich irgendwann mal Bundesliga spiele und noch mehr meiner Familie helfen kann. Und ja, ich vergesse niemals, wer mir geholfen hat. Natürlich Herr Präsident, so ganze Kapfen, ganze Verein. Es wird vielleicht irgendwo fehlen, wenn ich jetzt aufzählen würde. Und ja, es war nicht ein leichter Weg, aber ich bin stolz irgendwie. Man darf niemals aufgeben fürs. Wenn man Ziele hat, dann erreicht es unbedingt. Und ja, es ist noch nichts, was erreicht. Ich habe noch vieles vor und ich hoffentlich, das wird es noch passieren. Ja. Und du bist auch gut aufgenommen worden, muss man sagen. Ja, natürlich. Ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen, sehr freundlich. Und ja, ich bin auch so ein Typ, mit jedem gut gehen, so mitgehen kann. Und es waren schöne Zeiten, natürlich auch schwere Zeiten, weil. Ja, aber es war halt Vergangenheit und es sollte so passieren und ist auch so passiert. Und jetzt bin ich natürlich glücklich, damit ich hier spielen kann, eben ein richtiger Teil von meiner Mannschaft bin und das freut mich, ja. Und die KSV 1919 ist dein Herzensverein? Ja, natürlich, es wird mir immer in meinem Herzen bleiben, egal was ist, also ich bleibe noch immer da. Und ich habe viele Erinnerungen hier, ich werde noch viele Erinnerungen sammeln hier die hier Menschen sind einfach super, sehr, sehr freundlich und werden wir sehen, was es weiter passiert. Du hast ja aber ein großes Ziel. Du wirst ja vielleicht einmal auch in die Politik gehen. Nein, das ist natürlich Spaß. Ich mache immer so spaßmäßig so, dass ich der nächste Bürgermeister bin in Kapfenberg, aber das ist nur Spaß. Ich bleibe am Fußball, weil Politik ist nicht meins. Nein. Danke fürs nette Gespräch und alles Gute dir und deiner Familie und schöne Weihnachten. Danke vielmals ebenfalls, schönes Weihnachten und danke vielmals. Wiederschauen. Ein Beweis mehr, dass man es mit Fleiß, Ehrgeiz und gutem Charakter zu etwas bringen kann.